starten hier mit dem ersten Promi-Interview. Neben mir steht Nico Schwanz und Nico ist das Gesicht der Secret Fashion Show. Erzähl uns mal, was du heute hier, außer das Gesicht für diese Fashion Show zu sein, noch alles machst. Ja, also einerseits laufe ich hier ganz klar als Model und andererseits bin ich tätig auch als Designer, habe meine eigene Modelinie unter dem Label Wundersam, habe ich dann meine eigene Kollektion und die werde ich heute hier präsentieren. Ist denn deine Kollektion Wundersam für Frau und Mann? Beides natürlich. Also da Obacht geben dann, wenn ich rauskomme. Ich habe den Alpenjogger für den Mann an und nach mir, glaube ich, die Frau hat den Alpenjogger dann für die Frau an. Wunderbar. Das heißt, wir werden dich heute noch zu sehen bekommen auf dem Laufsteg. Nico, gibt es denn in Sachen Mode etwas, wo du sagst, das ist ein totales No-Go? Jetzt für den Mann erstmal, was gar nicht geht. Jetzt momentan? Genau. Ja, also No-Go gibt es überhaupt gar nicht. Gar nicht. Das ist Fashion. Im Fashion-Bereich ist halt alles tragen, alles Mögliche. Ja? Also manche sagen halt, das, was ich anhab, das ist ein No-Go. Ja? Der Nächste sagt, das ist andere. Nö, Fashion ist halt, man kann anziehen, was man will. Hauptsache, das Ergebnis sieht dann gut aus, oder? Richtig, es muss passen. Ja, und dann muss es, glaube ich, auch zum Typ passen. Ja. Und wie sieht es bei den Damen aus? Gibt es da etwas, wo du sagst, es geht gar nicht? Es gibt zum Beispiel Guido Maria Kretschmer, der immer sagt, Leggings sind keine Lösung. Gibt es da bei dir etwas, wo du sagst, das siehst du nicht so gern an Frauen? Naja, Leggings finde ich schon geil. Also das sieht schon gut aus. Also das definitiv. Also wenn du so jetzt hart fragst, dann sage ich ja, solche Holzklocks, das geht gar nicht so. Ja, dann haben wir doch was gefunden. Dann sage ich herzlichen Dank. Ja. Viel Erfolg mit deiner Modelinie und wir sehen dich gleich als Model. Vielen Dank, Nico Schwanz.